Also, wie gesagt, wenn noch einer mit Metall reintragen helfen könnte, wäre kurz... Hier ist ein Level 116 Drache. Wilder, oh. Wilder. Ist das denn relativ schnell rausfinden, wo wir sind? Also Imperium ist unser, nächstes Ziel. So, die machen wir. Also, die sind auf jeden Fall da. Ich sehe da Augen einfliegen. Also, das seid ihr gar nicht, ja? Ja, der 116. Ich kann den crappen, warte mal. Was ist am Himmel? Meteor? Okay, ich hab ihn gecrappt. Ja, der ist runtergeflogen. Gut. Alles durch. Nice. So, der wird jetzt nochmal ein bisschen höher. Okay, sieht er, dann nimmst du jetzt die Königin und das ist der König, okay? So, nice. Du bist der gute König. Level 173. Wir müssen unbedingt das Imperium finden. Da vorne. Vorne ist ein Spieler, glaube ich. Oh. Jo, ein Level 80 Drache von einer anderen Tribe. No, das ist garantiert der bei uns war. Wo? Kommt ihr her? Ne, kommt ihr zurück bitte. Einfach zurück. Weil ich würde den jetzt nicht allein angreifen, dass er nicht die Level meine. Der ist in die Richtung geflogen hier. Da unten ist er. Seht ihr? Ja. Komm mal. Warte, lass zusammen. Was zusammen, ey. Ja, ich geh drauf. Ne, das war er nicht. Der war Level 80. Auf der heißen Ignet Schrank ist jede Menge. Jo. Da oben der Drache, bist du das oder wer ist das? Ja, das bist du. Ich flieg grad nach oben, ja. Ich hab den Spieler. Der hohe Metall. Du hast den Spieler? Schon wieder leer. Ich hab den Spieler, ja. Okay. Ich hab ihn gepackt jetzt. Ne? Das Fiend. Da war aber noch ein Level 80er Drache, ne? Ich seh. Den lassen. Soll ich drauf? Ja, ich kann noch angreifen. Oder willst du mit ihm reden? Lass ihn angreifen. Lass ihn einfach testen. Ja, lass ihn fallen. Ich guck mal, weil da unten war noch einer gewesen. Fälschung, wir hatten Fälschung. Warte, ich hol nochmal. Fixen? Nee, mach. Mein Ausdauer ist schon wieder alle. Hast du schon wieder? Hast du wieder gepackt, oder was? Nee, der ist tot. Okay. Ich hab ihn gepackt. Also. Komm. Ich komm wieder zu dir, ne? Okay. Lutz? Ja. Sein Dino ja, folgt mir. Okay. Kann man aber schon von oben reinschauen in die Base. Naja. Ja. Vielleicht gleich noch. Das Problem ist ja, wenn die Kreise so groß, trefft den Dino. Oder mach den seinen Dino hier. Ja, Dino hier auf den Drache. Ich hab Königin Flügel zurückgebracht, wenn den nehmen möchte. Ist ja lustig, der schlägt mich jetzt. Ja. Ja, und lass ihn einfach von oben fallen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie der geskillt ist, ne? Der kann mir echt noch gut Schaden zufügen, ich weiß es nicht. Okay, dann mach ich das. Treff ich den? Ja, ich meine, er wird nicht gesteuert, dann sind die immer deutlich schlechter, aber... Ich soll kein Risiko eingehen. Kommt im Haufen Spieler an. Der nicht mit dem Drachen umgehen kann. Er fällt runter. Okay, jetzt... Wow, der macht mir böse Schaden, Alter. Ich krieg den... Dann flieg weg, dir. Hilfe! Ich muss weg. Ja, das Problem ist, meiner ist noch nicht geskillt. Deswegen, und hat auch jetzt nur 5000 Leben gehabt. Das ist nicht cool. Hast du ihn gekillt, den Spieler? Runter, der ist auf mir. Der Spieler scheint tot zu sein. Okay, alles klar. Schlag am besten nochmal drauf. Witzig finde ich, wenn jetzt irgendeiner meint, er müsste uns hier irgendwie angreifen an der Base und versucht uns zu greifen, obwohl wir in dem Haus drinnen sind. Ja, die können ja nicht reingucken. Ja doch, durch die Decke kann man momentan reingucken, weil der zweite Stock noch nicht fertig ist. Ah, okay. Weißt du, so wie die fliegen vors Fenster. Ja, am besten versucht immer irgendwie an auf den Boden zu bekommen, den Drachen oder so, ja, sonst ist scheiße. Wenn wir viel Kohle haben, dann bitte Munition für die Turrets machen. Weg. Dann geht's nämlich fast. Ah, nice, voll. Nice. Das ist tot. Also, nur 71, aber irgendwie ein 80er hatte ich auch gesehen, dachte ich. Ne, da war's nicht der. Ah, hier unten liegt der Spieler von dem. Okay.
kommt, glaube ich, ein Krypto oder so. Da vorne. Da ist ein Spieler. Hier ist ein gegnerischer Spieler bei mir. Wo? Ich komme. Da, wo wir eben gekämpft haben. Das Problem ist, ich habe kaum noch Leben, ey. Naja, flieg weg. Okay. Ja, dann mache ich es hinterher jetzt. Ich bin, glaube ich, schneller als er. Mach gerade mal ein bisschen Gunpowder. Ich bin noch an ihm dran, ne? Kommst du? Jo, ich seh. Ich komme. Da ist er. Movement Speed. Reicht das mal? Happen gepackt. Alter, du bist übelst fähig, Mann. Okay, ich rufe sowas mit dem Pip, der mich ein bisschen, ja. So. Was denn? Ich fliege hoch, lass ihn rein. Okay. So. Ich guck mal, welches Level der Pip da ist. 120. Imperium, das ist Imperium, Alter! Was? Nein! Ja, geil. Alter, der hat bestimmt Fallschirm, oder? Hat er keinen Fallschirm? Also, der hat noch nicht gezogen, Dann müsste er jetzt aber hier liegen. Nee, der lebt noch. Ihr müsst halt echt aufpassen, weil du kannst übers Leben hochskillen, ne? Hier ist er. Der Wendekreis ist so krass. Hallo, Jut. Transponder Notes. Jetzt bin ich runtergefallen. Alter, du hast mich runtergehauen oder so. Von deiner Agentur bist du, ihr seid gemeinlich. Oh, Scheiße. Wo ist denn der? Da unten läuft er. Packen. Junge. Warte, ich packen und du killst. Oh, so. Hab noch ein bisschen HP. Warte. Wir killen den Loot. Los. Okay. Ich hab noch ein bisschen HP. Gemeinlich. Ah, wer hat mir meinen Drachen geklaut? So, ist down. Level 119 war, ne? Wir müssen auf jeden Fall die Leiche mitnehmen. Königin. Die ist nicht deine. Imperium, Alter. Imperium. Nein. Ich sag doch jetzt, die Pfandstapel wird die Rache, Alter. Wo seid ihr hier gerade? Pass mal bitte auf, ich such mal eben die Leiche, okay. Sag mal kurz die Koordinaten. So, irgendwas Sinnvolles dabei. Oh, schade, nur einen normalen Crossbow. Kann ich nicht mitnehmen. Naja, dann sag mal kurz die hat leider nichts. Ist leider nichts dabei, schade. Toll. Da oben ist ein Quetzel. Ah ne, das ist nur der Püpte von dem. Lass ihn mal noch töten. Die Koordinaten, wir kommen jetzt sowieso gleich. Also. Kann mich mal kurz, ich weiß nicht, wer ist das hier gerade an der Base auf dem Drachen? Kannst du mich mal greifen und mal oben auf diese eine Setting draufsetzen? Kann nicht. Oh, nee, ich kann greifen ihn nehmen, warte. Wow, der war One-Hit. Oder versuch mich mal zu greifen und oben, dass ich das Autotool wieder da draufsetzen kann. Wo willst du da kaufen? Ach, da. Das war der Skorpion. Okay. Dann halt nicht. Hab ich dich? Spieler. Das war der falsche. Komm mal zurück. Spieler, der mit den roten Haaren. Alter, was ist denn jetzt hier los? Alter, ich glaube, unter dich drunter. Ja. Hey, müsstest du mich greifen können? Hab einen guten. Ich bring zu dir. Alter. Okay, Moment. Ganz ruhig. Der war auf dem Petri. Ich versuche mal, mich ordentlich zu positionieren hier. Mal sehen, ob ich hinbekommen. Okay. Bleib du stehen, mach du gar nichts. Reicht das? Oben auf die eine Selling drauf. Treff ich den? Nee, ich glaube nicht. Nein. Oh, das ist sauber, okay, Mann. Jetzt? Nice. Okay, ganz ruhig. Jo. Das war zu weit, Alter, Mann, das gibt's da gar nicht. Ey Leute, das ist sau schwer zu steuern, ganz ehrlich, bevor jetzt wieder einer. Mach mit X, wenn du die X-Taste drückst, dann kannst du gut brennen. Mit X? Ja mach ich doch, mach ich doch mit X. Ja. Hab ich den? Ich hab da jemanden gekriegt. Anscheinend die. Alter, wo seid ihr, oder? Fight den Chicks, Alter. Immer noch da, wo wir den getämmt haben. Ich Feuer mache? Das ist bezweifellich, ja, gerade. Los, grillen, los. Achso, meine Stamina, die geht lange runter, ne? Ja. So, jetzt aber. Okay, endlich. Ey, das ist übelst schwer, Leute. Probiert das mal. Ich hab das ja mit X die ganze Zeit gemacht schon. Alter Schwede. Ups, sorry. Aber krass, was hier los ist an. Ey, hier ist alles voll mit Spielern. Hier ist alles voll mit Spielern.
Hier unten ist noch dein Petri, seid ihr noch drin? Ja, klar. Okay. So, ich mache jetzt einen Vulkan. Ich habe mal Marco da gemacht. Die, auf jeden Fall gibt das sehr gute Erfahrungen. Ich habe Melee Damage jetzt schon auf 2000%, Alter. Wir brauchen dann auf jeden Fall nochmal Kristall. Alter, der ist so böse schnell, Mann. Also die Basisgeschwindigkeit ist schon so extrem hoch, ey. Krass. Ey, wir unbedingt, also wenn wir dann Valhalla spielen auf der Map irgendwann in der Staffel, wäre es super wichtig, dass wir dann auch die Drachen und so hätten, weil die einfach saugeil schnell sind. Das ist super angenehm, weil die Valhalla-Map ist so groß. Ja. Die ist wie gesagt 3-4 Mal größer, die Landmasse, als hier die Map. Da brauchen wir schnellere Viecher auf jeden Fall. Ich hab hier einen Try. Jawohl, nice. Aber die Drachen würde ich auf neutral stellen, oder? Wenn ich die jetzt in der Base stehen hab. Okay, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Das lag gerade ziemlich hart. Alter, die Base sieht so krass aus, Mann. Schon ein bisschen Schickung, oder? Wie war es? Drachen ein, ne? Den wollte ich gerade einsammeln. Hier zwei Petris. Wo? Hier zwei Petris. Richtige Spieler. Die haben wir uns gespottet. Berg runter. Flussleiter. Flussleiter. Du bist sexy Lexi, ne? Ja. Dann komm ich. Jo. Hast du gecrapped? Einen hast du doch, nein, oder? Nein, versuch du mal. Ja, du hast einen Petty auf jeden Fall getötet. Okay, der ist runtergesprungen. Boah, ich bin auch runtergefallen. Ruhig. Er schießt mit Betäubungsfeil. Lebt der noch? Geht's down. Yo! Alter! Also sorry, dass ich da so laut werde, aber das ist so extrem unangenehm, in so einen Spot hier runterzufallen. Ich komm drauf. Sieht so aus, als ob die Flügel. Ich weiß nicht, ob hast du jetzt gegriffen wieder? Du hast wieder gegriffen, oder? Ich hab nicht gegriffen, ne. Nee. Ja, wahrscheinlich die Flügel könnte ich mir vorstellen, dass die einen mal runterhauen oder so, weißt du? Da muss man aufpassen. Also zukünftig, ja, das ist jetzt das dritte Mal passiert. Und es geht halt gar nicht. Weil. Also nee, alle nicht alle richtig drücken. Weil irgendwann ripp ich daran. Ich hab auch einen Tribe ausgelöscht. Ja, es war halt nur Assi, es war übelst am Berg gewesen und ich hatte jetzt Angst, dass ich irgendwie am Fallschaden sterbe oder so. Das war ja ganz oben, weißt du? Hey. Alter. Okay. Wo seid ihr gerade? Bei den Nerven, Mann, das kannst du nicht antun, sowas. Ich hab Transponder Notes gemacht, ich will die dir anhängen. Ja, da müssen wir aber mal ein bisschen rumexperimentieren, woran das liegt. Ob das jetzt durch das Crappen kommt oder ob das durch normale Angriffe kommt, durch die Flügel und so weiter. Also beim Greifen ist das auch so, wenn du angreifst, dass er in der kompletten Spannbreite angreift. Können schon die Flügel sein, die dann mit angreifen. Die den anderen dann runterwerfen sozusagen, die Mitspieler. Ja, das kann schon gut sein. Okay, also da muss man echt, aufpassen. Dann am besten mal absprechen, wer drauf geht, ne? Ja, irgendwie so. Also ja. Man kann nicht, wir können nicht mehrere auf ein Ziel gehen, das funktioniert nicht. Ja, nur halt draufhauen, ne? Ja, nee, wir haben eben nur drauf gehauen und er hat mich halt wieder runtergehauen. Okay. Und das ganz oben, auf dem Berg. Toll. Ja, man, so, nicht cool. Kann man die Türen auch so spiegelmäßig machen? Ja. Nee. Da sind doch auch welche. Wo? Ja, ist aber nur Glas.
Weil durch die Türen können alle reingucken. Ja, ich weiß, da kümmere ich mich noch irgendwie drum, das brauche ich noch irgendwie, keine Ahnung, beschauen. So. Muss ich so einen Eingang machen, wo du um die Ecke gehst, weißt du? Ich blick mal da hinten zum roten Loot. Fliegst du wieder zur Oder Base? Jo, ich mach's mal in die Base rein. Ich, da hinten ist übrigens ein rotes. Ganz hinten da ist ein rotes Trupp. Ich muss jetzt erstmal AFK-Klo. Das Problem ist nur, wenn sowas passiert, wenn die dann höher sind, dann ist das halt ganz schnell das Ende. Deswegen muss man da gucken, dass das nicht so passiert.